Ja, Freunde, ein neuer Rasenmäher musste her. Und da steht das gute Teil von Makita, der ELM 3800. Ich habe mal das Stativ aufgebaut. Dann können wir uns ein paar Dinge, können wir uns jetzt mal so angucken und den Rest machen wir dann gleich. Ja, also erstmal seht ihr schon, ne, vom Aufbau her ist das Ganze durchdacht und gut gemacht. Ihr habt hier zum Beispiel bei dem Korb wirklich eine Geschichte, wo es absolut passt, ja, wo der Korb sicher sitzt. Und zwar insofern, dass eben halt diese Klappe oben das Ganze hier nochmal sicher hält in diesen Ritzen. Man hat ja vielfach diese Körbe bei billigen Rasenmähern, sage ich jetzt mal, die dann wirklich hinten, die man nur so einhakt, die fallen runter. Das braucht ihr hier nicht befürchten. Hier oben habt ihr zudem Hartplastik, unten sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da ist ein flexibler Korb, das macht natürlich auch Sinn an der Stelle. So, dann habt ihr hier nochmal eben halt eine Lüftungsklappe. Zeige ich vielleicht nachher nochmal. Ich mache den einmal für euch an, dass ihr das auch mal gesehen habt. Ja, hier von oben betrachtet eben habt ihr hier die Anfunktion durch diesen Hebel. Also ist leichtgängig, also kann man gut festhalten an der Stelle, denke ich. Und ihr habt nicht dieses Blöde, was man oft hat, hier eben halt nur an einer Seite oder hier so an beiden Seiten irgendwas nur seitlich. Nein, ihr könnt es also wirklich mittig schieben und seid damit natürlich auch wesentlich flexibler. Kommt natürlich immer darauf an, was ihr vorher für ein Gerät hattet. Ja, okay, auch hier ist ein bisschen eben halt anders als zum Beispiel mein Vorgängermodell. Da habt ihr tatsächlich jetzt hier einen außenhängenden Stecker, üblicherweise bei vielen Geräten habt ihr ja diese Geschichte, dass eben halt der Stecker hier mit drin verbaut ist, dann müsst ihr es immer da reinpacken. Die Lösung gefällt mir persönlich jetzt auch wesentlich besser an der Stelle. So, ich mache nochmal einen seitlichen Blick. So, hier die Höhenverstellung machen wir gleich auch noch eben kurz. Und natürlich könnt ihr auch hier noch das ganze Gestell verstellen. Ich packe mal eben die Kamera auf ein Stativ und dann machen wir weiter. Ja, schauen wir uns mal an, wie gesagt, wie leichtgängig oder schwergängig hier die Höhenverstellung tatsächlich ist. Wir haben natürlich hier das Prinzip einmal rausziehen. Ihr seht dann schon, dann geht das Ganze hier runter und wir können es dann tatsächlich hier auch einmal rausziehen und dann immer natürlich mit einem gewissen Druck, das seht ihr schon, hochstellen, aber auch hier wieder gut gemacht. Also eine gute Sache, ihr seht das also hier, Höhenverstellung auch relativ einfach zu machen, auf und runter. Super. Ja, Stauraum ist in modernen Häusern auch Mangelware, deswegen einmal hier, ihr habt hier die Möglichkeit durch Lösen eben nach dieser Geschichte das Ganze wirklich dann einmal entsprechend zusammenzuklappen, hier gelöst. So. Und schon könnt ihr das ganze Ding, ich denke, wunderbar auf kleinstem Raum verstauen. Ja, auch das passt, denke ich. Wir könnten es natürlich auch noch andersrum machen. Ja, Freunde, ich habe das Gerät nochmal rumgedreht, damit ihr das auch nochmal von unten sehen könnt. Also macht alles einen sehr soliden und stabilen Eindruck. Ihr seht, dass es vorne an den Rädern zum Beispiel verstärkt ist. Hier hat man oft die Problematik, der eine oder andere wird das kennen, wenn das nicht der Fall ist, dann bricht vorne teilweise schon mal was aus. Ich denke, auch das ist durchdacht. Ja, das Messer sieht scharf aus, mehr kann ich dazu im Moment noch nicht sagen. Gemäht wird später. Ja, ihr seht, kleines Grundstück und deswegen habe ich den Mäher auch bewusst ausgewählt. Es gibt noch kleinere, aber die waren dann in den Bewertungen auch nicht so gut. Und ja, ich habe normalerweise einen Handrasenmäher noch von Skill, findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal wieder. Und ja, die hier Geschichte hier, wie gesagt, ist gerade noch so im akzeptablen Rahmen und ich habe das Gras extra hochstehen lassen. Ihr seht massive Schäden durch unseren apportierenden Hund über den Winter. Aber wir haben schon große Büschel und ja, schauen wir mal, wie wir da durchkommen. Ne? Thank you.
So Leute, ich habe fertig und diesmal muss ich ein bisschen was mehr sagen, was mein Statement, mein Fazit anbelangt. Ihr habt gesehen, also der Korb absolut dicht, der hängt bombenfest drauf. Beim Zurückziehen durch das außenliegende Kabel wird auch das Kabel zurückgezogen und das Ergebnis ist gut. Durch dichtes, richtig hohes Gras, da fräst er sich durch. Aktueller Preis Mai 2015 sind 109 Euro, irgendwas knapp 110 Euro. Und ich billige wirklich nun jedem seine eigene Meinung zu. Aber was dann teilweise an Rezensionen da auf Amazon abgegeben wurde, da fragt man sich ja, da sagt einer, also da bleibt das Gras dran kleben in, ja, hallo Leute, nasses Gras bleibt immer kleben, bei jedem Rasenmäher. So, und solche Geschichten halt. Da fragt man sich, was hast du vom Mitbewerber bekommen, um sowas da hinzuschreiben. Also das geht nicht. So, nochmal Leute, deswegen mache ich immer Videos. Das ist ein richtig guter Rasenmäher. Bitte immer auch Preis-Leistungs-Verhältnis beachten. Ich bin da super mit zufrieden. Lautstärke ist auch absolut okay. Da habe ich schon im Laufe meines Lebens wesentlich lauteres an Elektrorasenmähern gehabt. Also ich denke, da sind die 95 Dezibel, die angegeben sind, auch völlig korrekt. Ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, euer Mr. Wolfisch.